Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, heute wollen wir euch mitnehmen auf die letzte Tour von unserem Journey. Ja, also wir als große Mosel-Fans haben uns gedacht, die letzte Fahrt mit unserem Journey tingeln wir mit ihm und mit euch ein bisschen an der Mosel entlang, denn an der Mosel hat auch damals alles begonnen und es war überall schön und wir wollten euch gerne mal wieder so ein bisschen die für uns schönsten Stellplätze zeigen. Aber, wo wir in Klüsserath gestanden haben, da hat sich das Ganze schon angebahnt, sind schon schlecht Wetterwolken aufgezogen und da sind wir noch am gleichen Tag eigentlich weitergefahren nach St. Aldegund. Genau. Und dort haben wir eine Übernachtung eingelegt, aber dann hat es angefangen zu regnen, wie aus Eimern. Ja, und zeitgleich bekamen wir dann auch noch einen Anruf von unserem Sohn. Der sagte halt, ey Mama, bei uns ist Land unter, es steht alles unter Wasser, wo seid ihr denn? Ja, ja, da haben wir gesagt, wir sind an der Mosel und stehen in St. Aldegund. Da ist mir schon ganz schlecht geworden. Und da haben wir natürlich direkt nachgefragt, wie sieht es bei uns vor der Haustür aus, ne? Genau. Oder im Haus selber. Das passiert bei uns nämlich öfter mal, denn wir haben auch ein kleines Flüsschen so schräg gegenüber. Und wir hatten auch schon, früher hatten wir öfter Hochwasser im Keller, ne? Aber das haben das haben wir jetzt abgestellt. Wir haben jetzt überall Rückschlagklappen eingesetzt und seitdem haben wir Ruhe, ne? Ja, okay, also man konnte im Normalfall, wissen wir, wenn das so eine Warnung bei uns kommt, kann man bei uns in der Straße mit dem Schlauchboot fahren. Ja. Und da sagten wir, Manu, geh mal rüber gucken, wie es da bei uns aussieht. Und da haben wir dann noch abgewartet. Und dann kam dann die Entwarnung. Die Entwarnung. Ja, und dann fing ich natürlich direkt an zu telefonieren. Haben wir gesagt, hier können wir nicht bleiben, das hört ja doch nicht auf zu regnen. Nee. Und wie wäre es denn nochmal nach Seeland? Ja, weil Seeland gehört auch eigentlich zu unseren ganz großen Lieben. Und wir sind ja auch ziemlich relativ schnell von unserem Zuhause in Seeland. Ja, und da haben wir gedacht, dann fahren wir diese Richtung. Aber übernachtet haben wir, wie gesagt, in Aldegund. Genau. Und am nächsten Morgen kam dann wirklich die komplette Entwarnung. Mama, ihr könnt ruhig fahren. Ich habe das alles im Griff. Ja. Ja, und dann konnten wir wirklich auch beruhigt fahren. Auf unsere Kinder ist 1000% Verlass, sonst wären wir nicht gefahren. Genau. Ne? Tut uns natürlich sehr, sehr leid für alle Betroffenen. Also es sieht richtig, richtig schlimm aus. Sieht die Autos, aus. Die sind komplett bis Oberkante. Ist ein Parkplatz in der Nähe vom Bach. Die, ja, die sind komplett, wenn überhaupt 300 Meter von uns stehen die Autos bis Oberkante unter Wasser. Wasser. Komplett abgesoffen. Ne? Ja. Ja. Okay. Gut. Wir berichten dann aus Holland. Okay. Niederlande. Seeland. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja. Was soll man sagen, ne? Wir sind in Seeland. Ja, gestern Abend angekommen. Wir sind dem Regen entflohen und tatsächlich, hier ist kein Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann aufdrehen, es kommt kein Wasser. Ja, wie gesagt, wir sind auf dem Campingplatz Rompotthof in Domburg. Ja. Und das ist direkt in der Nähe von Domburg. Und das ist ein schönes Städtchen, sind wir ja hier auf der Herfahrt durchgefahren. Und das schauen wir uns natürlich nachher noch genauer an. Und den Campingplatz stellen wir natürlich auch noch vor. Ne? Genau. Und ich fahre für dieses Jahr das erste Mal Fahrrad. Bin mal gespannt, was es mit mir macht. Ja, ich habe extra schon die Räder gewechselt, weil die Bremsbeläge gehen immer so richtig. Und da habe ich mir natürlich das Schlechtere geholt. Die muss ich jetzt unbedingt mal bestellen. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, als wir heute Morgen, der Mike hatte gerade Haare gewaschen und... Ja, der erste Super-GAU. Da fiel der Strom aus, okay? Dann jetzt habe ich Afro-Look, Luft getrocknet. Das sieht immer gut aus, mein Schatz. Ja, und dann die Leute neben uns, das ist ein ganz nettes Ehepaar, das sind auch Deutsche. Wir waren immer so hin und her, jetzt ist Strom da, jetzt ist kein Strom da. Ich habe so ein kleines Lämpchen hier auf dem Tisch stehen und das habe ich angelassen, um das heute Nacht zu kontrollieren. Ja. Weißt du, wie das geht, Schatz, wenn du kontrolliert wirst? Ne? Ist klar, Schätzchen, alles klar. Ja, und das ging dann mal an heute Nacht und ging nochmal aus. Da dachte ich, ach, bis morgen früh wird sich sehr eingependelt haben.
haben, ist der Strom da? Nein, war kein Strom da. Ich habe mir jetzt eine Menge Pflege in die Haare geklatscht. Ich bin das Risiko nicht eingegangen. Nee, also ja, das aber ich konnte zumindest noch duschen. Aber wir haben jetzt die Notlösung. Hier habe ich gerade gehört, im Moment im Waschraum, da wäre Strom. Also zur Not kann man dann den Föhn mitholen in den Waschraum. Genau, ne? Da denken wir eigentlich nie dran, nee, weil wir immer alles im Wohnmobil machen. Aber genau, das ist ja eigentlich die perfekte Lösung. Ne? Ja. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ja, jetzt gehen wir Fahrrad fahren. Jetzt gehen wir mal die erste Erkundungstour machen. Ne? Ah, und zu Hause bei uns hat sich die Lage wieder etwas entspannt. Gott sei Dank. Ja. Ja, und da können wir ganz gechillt jetzt hier den Urlaub in Seeland verbringen. Ja. Ab morgen ist Sonnenschein gemeldet. Heute sind wir das erste Mal am Strand. Ist ein bisschen windig. Die Sonne kommt noch nicht so durch, aber morgen haben sie den ganzen Tag Sonne gemeldet. Schön. Er hat schon Markise aufgebaut. Die Stühle stehen draus. Der Grill steht draus. Ist alles schon bereit, ne? Alles schon bereit zum Grillen. Und? Das ist. Ja, auf jeden Fall. Schatz, was wollte ich dir sagen? Er hat mich ganz Ich weiß nicht, ich glaube, da hat sich einer aus dem Konzept gebracht. Ja. Was wollte ich? Ach so, er hat sich abgelegt eben im Fahrrad. Ich nicht. Ja, da war so sandig, bin zu scharf um die Kurve gegangen, aber es war nicht schlimm. Nee, das war mein Fahrrad. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer gestürzt bin. Wir haben nämlich heute Morgen mal klar getauscht. Ja, ist klar. Okay. Gehen wir noch ein Stückchen. Ja, gehen wir noch. Ne? Hier ist eine rot-gelbe Flagge am Strand. Und da haben wir gerade überlegt, was kann das bedeuten? Also, ich kenne sie noch. Du kennst sie noch, ja, ne? Ja, ich kenne sie noch aus unseren Surfzeiten. Denn da kannst du sicher sein, da sind Rettungsschwimmer in der Nähe. Also das ist gesichert von Rettungsschwimmern. Ah, der Bezirk hier ist gesichert, ne? Die habe ich nämlich des Öfteren mal gebraucht. Ach so, das waren die, die ich immer nochmal zurückgebracht habe, ne? Genau, ja. Ja, meine Frau ist mal nochmal nicht an dem Shop da hinten vorbeigekommen. Das ist jetzt Bagger der 100. Ja, und? Aber sieht auch gut aus, ne? Ja, der ist schön, mir gefällt der gut. Ja. Den werde ich jetzt mal testen. Und wenn ich den für gut befinde, bekommt er der Levi. Den kannst du dem heute Abend mal zeigen. Da ist der bestimmt happy, ne? Ja. Sieht auch klasse aus. So, der wird mir auch noch gefallen, ne? Ja, da spielen wir ein bisschen, komm. Spielen wir nachher noch ein bisschen im Sand. Aber zu Hause kannst du mal alles entsanden. Ich merke nämlich schon, es ist Sand überall. Was soll's, ne? Wir sind am Strand, ne? Ja. Ja. Das wird immer so ein Drama, wenn wir dann ans Womi kommen. Mein Mann, der reagiert so ein bisschen sehr allergisch auf Sand. Ihr müsst nicht alles glauben, ne, was meine Frau hier erzählt, gell? Ja. Ja. Okay. Und ich wusste doch genau, wenn wir nach Hause kommen und der Kleine kommt oder wir fahren zu ihm, das allererste, was er dann sagt, ist... Oma Bagger. Oma Bagger. Ja. Und genauso ist es eingetroffen. Ne? Aber neuerdings sagt er, wenn er uns sich verabschiedet von uns, sagt er zu mir... Ciao, Bella. Ja, und das betont, das schmilzt mir regelrecht. Das heißt, macht das schon gut, ja. Ein kleiner Charmeur. Der ne? hat einen Charme. Von wem hat er den wohl? Ja, von wem nur, ne? Von dir nicht. Klar. War das jetzt böse? Ja, das war böse. Gut, musst du damit leben. Okay. Ja, Schatz, hoffentlich sind die Fahrräder noch da. Jetzt waren wir doch eine Zeit lang unten am Strand, ne? Ja, und wenn nicht? Ist auch war nicht alles da. Wir haben kontrolliert. Schlüssel war da, Portemonnaie war da, der Bagger war da. Deine Bürste war da. Meine Haarbürste war da. Das nutzt heute aber nicht viel. Wir hatten ja kein Wasser. Ja, was soll's. Und kein Strom, ne? Und kein Strom, ja. Also jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Mal schauen, ob die Räder noch da stehen. Wow, ich sehe dein Körbchen da unten. Ja, aber nur eins. Nee. Alles da. Super. Glück gehabt. Ja, noch ein paar Worte zum Campingplatz. Und zwar haben wir jetzt für 4 Übernachtungen 276 Euro bezahlt, inklusive allem. Ja, jetzt gehen wir noch kurz den Campingplatz ab. Das haben wir noch nicht gemacht. Und gehen aber nur die markanten Punkte an, weil der ist ziemlich gut belegt. Und ich will die Leute hier nicht in ihrer Privatsphäre stören. Das war gestern schon das Problem, ne? Aber trotzdem kann man mal einen kurzen Überblick geben, ne? Okay, dann gehen wir mal los. Balancing on a wavy line. Too scared to trust you and jump down.
I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. So, jetzt sind wir hier in eins der vielen Sanitärhäuser, die hier auf dem Platz verstreut sind. Und hier kann man zum Beispiel Geschirr waschen, Wäsche waschen und so weiter. Und die sind alle so angelegt, dass die von quasi außen zugänglich sind. Das ist kein großer Raum. Da ist links die Damentoilette, rechts die Herrentoilette und hier im Mittelgang die Waschkaube. Ne? Ja, aber es ist schön, ziemlich schön gemacht. Das ist so eingehaust mit Holz, so ein bisschen rustikal und ist auch alles überdacht. Ne? Genau. Ja. Ja, also wenn wir das neue Wohnmobil haben, habe ich mir vorgenommen, das da ist ja jetzt unsere letzte Fahrt mit unserem Journey. Ja, das stimmt. Und da habe ich mir vorgenommen, also wenn man ziemlich schmutziges Geschirr hat, wenn man gebraten hat und gemacht hat, dann werde ich diese Möglichkeiten auch auf dem Campingplatz in Anspruch nehmen. Ja, genau, das machen okay wir. Ist das okay so, Schatz? Das ist absolut okay. Gut. Ne? How long can I keep up the pace to fool myself? I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Hier haben wir jetzt eine Ecke erwischt, da stehen jetzt mehr Zelte. Ne? Da stehen die Zelte und dann geht es, wenn man geradeaus weitergeht, geht es zu diesen Ferienhäusern oder wie nennt man das? Wo? Ja, die Chalets. Ne? So, ja, ganz hinten kurz. Sind sie. Da hinten dran sind sie, ja. Gut. Ja, Schätzchen, würdest du sowas anmieten? Ja. Ne? Ja, also wenn ich kein Wohnmobil hätte und das wäre überhaupt gar keine Frage für mich und das wäre eine ganz tolle Sache gewesen in unseren jungen Jahren, als wir noch keine Kinder hatten und mit der großen Motorradklique immer unterwegs waren und da haben wir uns alle beholfen in kleinen Zelten. Da wäre das hier, das wär zwei, die Lösung vier, gewesen, ne? Sechs, da wären wir zu sechs. Genau, ja. Toll, ne? Aber man weiß jetzt nicht, wie es im Hochsommer ist, weil das sind wirklich nur Zeltplanen, genau, hier, ja. Wie sich die Hütte hier aufheizt. Ne? Das kann ich jetzt, kann man nicht sagen. Ja gut, im Winter wird es auch wahrscheinlich kalt sein, aber da hat ja eh der Campingplatz geschlossen, oder? Ja, im Winter ist der ja zu. Ja. Ich glaube nicht, dass hier eine Heizung drin ist. Ne? Aber von der Gemütlichkeit her, würde ich mal sagen, das wäre vollkommen ausreichend zum drin wohnen, ne? Auf jeden Fall. Du musst keine Fenster putzen. Guck mal, ich habe bei uns zu Hause, ich muss 68 Fenster putzen. Du musst ja nicht immer den Nachbar sehen, oder? Doch, das ist ein ganz junger und hübscher. Okay. Spaß beiseite, aber es ist wirklich unwahrscheinlich gemütlich. Ja. Alles da, was man braucht. Kühlschrank. Alles da. Wunderbar. Perfekt. Ja. Ja. Ja, also ich putze ja nicht nur Fenster, wenn ich einen jungen Nachbar sehen möchte, gell, Schatz? Ja, das ist klar. Da ist ja auch eine junge Nachbarin, ne? Gut, 1:0 für dich. Why it's so hard to let go? Ja, hier stehen wir jetzt auf dem Hauptplatz. Der ist direkt hinter der Anmeldung. Und hier vereint sich alles, ne? Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel war sein allererster Weg gestern. Da hinten ist ein kleiner Supermarkt. Ja, und da hat er direkt, obwohl Leute, wir haben die Schränke voll Lebensmittel. Aber nicht, weil ich so viel esse, ich esse nicht. Nee, viel, aber die haben immer so gute Kekse und Waffeln hier. Und genau. Das war es halt, ne? Ja, und da war vorgestern Abend war hier so eine Animation, da war richtig gute Musik, ne? Genau. Da konnten wir aber leider nicht filmen, da war viel zu viel, war viel zu los, treiben, da haben ne? wir ein bisschen Party natürlich gemacht, ich gebe genau. es dazu. Ja, und natürlich für die Kinder allerhand Spielgeräte. Ja, und da gibt es auch hier einen Kids-Club, ne? Ja. Ein Restaurant, eine Snackbar, also alles ja. vertreten. Und da hinten ist noch ein Minigolf, ne? Genau. Ja, und so eine Adventure-Zone ist auch noch da. Alles da und ja.
kann man sich nicht beschweren. Und hier ein Stück weiter geht es dann noch zum Schwimmbad. Genau, da steht zwar Swimmingpool, aber das darf man nicht unterschätzen. Das ist kein Swimmingpool, das kommt mir schon fast vor wie so ein kleiner Centerpark. Ja. Wir werden mal gucken, aber das ist alles dicht, da kann man wahrscheinlich nicht rein. Hier rein kommen wir dann nicht. Ne? Ne? Da können wir ja, mal kurz von draußen. Aber mal von außen. Zeigen, ne? Ja. Also es gibt hier wirklich alles, was das Herz begehrt. Genau. Der Anweg, der ist unwahrscheinlich schön. Also wir gehen den dreimal am Tag bis zum Meer. Hier gibt es auch noch einen schönen Fahrradverleih. Also da kriegt jeder ein Rad, sehe ich gerade. Ja, wir haben dieses Mal die Räder dabei. Nee, aber bei der Wahnsinnsanzahl von Rädern hier. Braucht man nicht. Mit Kindersitzen drauf, da gibt es die schönsten Bollerwägelchen. Es ist alles da. Vielleicht wärst du mit so einem Fahrrad nicht gestürzt, Schatz. Ja, vielleicht, ne? I sit right here. Spending my time. Sometimes you laugh when I cry. Ja, sowas haben wir noch bei uns in der Garage stehen, aber ein anderer. Ja, ein anderer. Den Namen sagen wir jetzt nicht, ne? Nee, das ist ein Kart, ne? Ja. Und unser Sohn, der ist nämlich mal Kartrennen gefahren. Ja. Ja, und? Aber mit dem richtigen Kart, ne? Mit dem richtigen Kart, ja. Ich war froh, als er nachher da stand. Genau. Aber dafür hat er nur ganz kurze Zeit Motorrad gefahren. Motorradsüchtig, so wie wir, war er nicht. Nee, das war er nicht. Nee, und unsere Tochter sowieso nicht. Jetzt gehen wir Richtung Strand. Wir haben gewartet, bis die Sonne sich zeigt. Und laut Wetterbericht muss man wirklich sagen, wir haben strahlenblauen Himmel hier. Ja, ne? Und es ist richtig heiß. Ja, was will man mehr? So, wir haben jetzt noch einen guten Fußweg vor uns. Ne? Genau. Ja, da würde ich sagen, let's go. Let's go. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have. Jetzt sind wir hier am Aussichtspunkt. Müssen wir mal gucken, wie der heißt zu Hause. Ja, ich habe es gewusst, aber nur mal vergessen. Vergesslichkeit, Dingens und das andere. Genau, aber auf jeden Fall sieht man von hier aus super. Ja. Kann man den ganzen Horizont abgucken hier, ne? Ja, ist schön hier. Und viele Stufen gingen nach oben. Ja, hält sich in Grenzen, ne? Hält sich in Grenzen. Du hast kein kaputtes Knie, mein Schatz. Nee. Aber ich gebe ja nicht auf, weißt du ja. Das weiß ich. Wenn es weh tut, erst wenn ich fertig bin. Ja, ist klar. Ja, unterwegs haben wir noch viele nette Leute kennengelernt. Unter anderem waren wir da auf dem Aussichtspunkt. Da sind wir auch angesprochen worden und das hat uns schon überrascht. Ne? Das hat uns vor allen Dingen sehr gefreut, weil das noch so sehr junge Leute waren. Ja. Ich denke, die waren noch ein gutes Stück jünger als unsere Kinder. Ja. Unser Sohn wollte es gar nicht glauben, als ich ihm das Video gezeigt habe. Und die möchten wir jetzt auch recht herzlich grüßen. Genau, ja. Ja, jetzt haben wir unterwegs gerade noch ein paar Fans getroffen. Jawohl. Und ja, wir waren ganz überrascht hier. Dass wir so ein junges Publikum haben. Dass wir noch so ein junges Publikum haben, richtig, ja. Schön. Toll. Na, hat uns sehr gefreut. Ja. Uns auch. Uns auch. Liebe ja. Grüße an die Camper. Ja. Okay. Ja, wie man hier sehr schön erkennen kann, im Hintergrund, wo die Fahnen wehen, dort ist unser Campingplatz. Und vor uns liegt dann der sehr große Golfplatz. Und dann hat man leider nicht die Möglichkeit, hier direkt vom Campingplatz zum Strand zu kommen. Deswegen muss man noch links Richtung Domburg ausweichen oder ja, rechts herum in die andere Richtung. Aber durch Domburg gehen ist immer noch ein Erlebnis. Ne? Ja, eben haben wir noch drei junge Leute getroffen. Ja, die möchten wir noch ganz, ganz lieb grüßen. Ja. Und wir haben uns so sehr gefreut. Das war wirklich so ein junges Publikum.
Publikum noch haben, hätten wir nie mit gerechnet. Ja, hätten wir nicht damit gerechnet, ne? Ja. Und besonders musste ich lachen, als der eine junge Mann, den ich so im Arm hatte, gesagt hat, ich bin Single. Das war so süß. Sehr schlagfertig. Ja, ganz liebe Grüße an euch und noch eine schöne Zeit hier. Schöne Zeit für euch. Ach, hast du Sand in den Schuhen? Ja, da freut er sich immer so sehr. Da freue ich mich immer so sehr. Ne? Das knirscht dann immer so schön im Wohnmobil unter den Füßen. Wenn es nur unter den Fliesen, unter den Füßen knirscht, ist es ja nicht so schlimm, oder? Ja, ja, ist klar. Morgen nehmen wir die Decke mit, Schatz. Da wird sich mal hier hingelegt, ein bisschen an den Strand. Da habe ich keine Chance mehr bei meinem Mann. Nee, so richtig, Lust habe ich. Dafür ist es mir noch nicht warm genug. Ja. Ja, ey. Dann schauen wir mal noch ein bisschen. Schön. Da bin ich gerade versackt hier. Ja, das hat ja immer, wenn sowas ist, hat er Turnschuhe an mit blütschwarzen, mit blütenweißen Sohlen. Ja, ich putze die nicht. Brauchst ja nicht, ich mach das. All hell fails when I try to push my way, but when I give in, no, life's good came running at me. With an open heart. Jetzt haben wir hier tatsächlich eine Bank gefunden am Strand. Das ist ja unglaublich. Und die war natürlich belegt. Und da haben wir gesagt, wir setzen uns jetzt einfach dabei. Das ist das seltsame Phänomen. Sobald man sich irgendwo dabei setzt, hat man die Bank kurz darauf für sich ganz alleine. Und in der Tat, ruckzuck sind die Leute gegangen. Ich habe überall Sand, Schatzi. Vielleicht haben wir ja irgendwas Ansteckendes an uns. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit nicht. Ja. Ja. Ja, ein bisschen Humor vielleicht, ne? Jetzt machen wir noch einen kleinen Gang ins Städtchen und vielleicht hast du mal noch einen schönen Sonnenuntergang, kann man am hier Meer, nicht sagen, am Meer, ja, weil es kommen noch mal ein bisschen Wolken auf, aber schauen wir mal, ne? After having tried to decide each time I had to make a choice about something worthwhile. Now I take a pause and I take. Ja, Schatz, jetzt haben wir doch noch Glück mit dem Sonnenuntergang, ne? Ja, es ist ganz schön windig heute Abend und heute Mittag war es heiß. Morgen haben wir beschlossen, ich habe beschlossen, dass wir morgen schwimmen gehen. Bin mal gespannt, ob er mitspielt. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, ja, nee, es hat sich auf jeden Fall rentiert, heute Abend noch hierher zu gehen. Genau, ne? Ja. Wir sind, wie lange gehen wir bis hierher? Ungefähr 2 Kilometer, oder? Jo, ungefähr 2 Kilometer. Ja, aber das kann man schön gehen, dann kommen wir an schönen Häuschen vorbei. Heute Morgen war das natürlich ideal, an vielen Geschäften sind wir vorbeigekommen. Und ich bekomme nasse Füße. Ja, müssen wir ein bisschen vorgehen. Ja. Ne? Ja. Dann warten wir jetzt mal, bis die Sonne ganz untergegangen ist. Vielleicht kriegen wir noch ein paar schöne Szenen, ne? Da hinten kriegst du vielleicht in der Zeit noch was zu trinken. Da ist ein schönes Restaurant, oder? Ja, da gucken wir mal. Da gucken wir, ja. Ja. Da rein mit dir. Ey, nix da, oder? Meine schönen Schuhe. Ich habe auch weiße Sohlen. Guck. Oh ja. Da darfst du putzen. Die sind noch weiß. Ist nämlich der Schuhputzer bei uns. Klar. Wow, was steht denn da drauf? Die Diva. Ja, was denn wohl? Mein lieber Mann, das Teil passt zu dir, du. Ui, heute Mittag hattest du noch ganz andere Namen für mich. Ja, ich glaube, ich muss mir auch eine Kappe holen. Ich sehe ganz wild aus durch den Wind. Wahnsinn. Da kannst du ja die Diva anziehen. Ja, genau. Nur die Farbe passt nicht so. Wieso? Ja, die gefällt mir nicht. Warte, ich nehme eine andere. Guck mal, die Love ist aber auch schön. Oh, die Love, ja. Pink ist nicht meine Farbe. Nee, gell? Nee. Das sieht gut aus. Krieg ich die? Die kriegst du.
gut. Been questioning my own path. Who knows how long it will last or where it will go. Now I take one step back and I watch what's going on, and I release the need to know. With a broken heart and mind and eyes. Ja, eben hatte man ja noch ein bisschen den Campingplatz gefilmt. Jetzt sind wir noch einmal an den Strand gefahren. Aber die Sonne ist weg, ne? Die kommt aber wieder. Ich hoffe es, ne? Das Glas ist immer halb voll, Schatz. Genau, bei uns sowieso, ja. Meine Frau möchte jetzt noch ins Naturschutzgebiet. Und da muss man noch was einfallen lassen jetzt, ne? Aber erst gehen wir mal hier ein bisschen am Strand rum. Das ist sehr schön. Weißt du? Ja. Wenn man so darum tappt wie du, ja, und hat, wenn es heute Nacht hat es hier geregnet, ich war davon aus, man konnte davon ausgehen, es ist alles nass. Ja. Wir wollten da hinten durch die Dünen gehen, aber mein Mann hat natürlich wieder Turnschuhe an mit, ja, weißen Sohlen. Sieht dass er sich dann sträubt und möchte lieber auf dem Markt. Ja, nee, ich weiß gar nicht mehr, wo ich überall hin möchte. Ist überall so schön, ne? Für unseren Geschmack war dieser Campingplatz richtig, richtig schön. Man hatte alles, was man brauchte, außer ab und zu mal ein bisschen Stromausfall. Ja gut, das war halt jetzt mal so. Das betraf auch nur 2-3 Parzellen, wo wir gestanden haben. Ansonsten war überall der Strom da. Ja, und mit Hilfe des Wettergottes hatten wir auch wirklich in dieser Zeit in Seeland den perfekten Abschluss, ja, mit unserem Journey. Mit unserem Journey, ja. Ich denke, er hat sich auch gefreut. Oh, nee, sag das bitte doch nicht. Wir warten jetzt noch auf einen Anruf von unserem Händler. Mhm. Und wenn ihr das seht, dann sind wir schon Richtung Fürth. Ja, ne? Wenn alles gut geht, wenn nicht noch was dazwischen kommt, wenn uns das Smiley-Glück halt eben hold bleibt. Und das wird dann so ablaufen. Erst wollten wir, die Tochter wollte fahren, ne? Irgendwie. Ja. Dann wollten wir mit dem Zug zurückfahren. Auch keine Lösung. Ich weiß gar nicht, was wir da eine Planung im Kopf hatten. Wie blöd war das denn? Da sagte ich, hör mal zu, ich fahre mit deinem Auto, fahre ich hinter dir her. Genau. Und dann fahren wir gemeinsam mit dem Auto wieder nach Hause. So geht es dann am allereinfachsten. Ne? Ja, da können wir auch mehr mitholen und so. Das ist mal ein bisschen unabhängiger, ja, wie mit dem Zug. Ich sehe zwar, ne, nicht so gut bei ihm übers Lenker raus. Na, das schaffst du schon, ne? Du siehst ja vor dir dieses große Fahrzeug. Da kann da eigentlich nichts passieren. Du musst immer nur in der Spur bleiben, ne? Ja, und dann würde ich sagen, dann freuen wir uns dann doch auf das Neue. Und die erste Reise, wenn wir das Neue haben, beginnen wir genau dort, wo wir aufgehört haben, denn dann wollten wir direkt wieder nach Seeland. Genau. Anschließend wollten wir natürlich an die Mosel, das ist der nächste Termin, denn da ist das 5. internationale verschobene Wohnmobiltreffen in Klüsserath. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, am letzten Tag war alles easy, das wäre eine glatte Lüge. Ja, ich habe gesehen, beim letzten Mal sind ja auch die Tränen geflossen, ne? Beim Bettenmachen. Ja. Das so hört sich jetzt halt, aber, ne, komisch an, wenn du sagst, beim Bettenmachen und vom letzten Mal, hör mal, ja, es gibt das Frühstück, das Frühstücksgeschirr halt, spülen, halt hier drin sauber machen. Es gibt tausend Dinge und er sagt beim Bettenmachen. Richtig. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht kann ich später mal sagen, das mache ich eigentlich. Ich fahre auch meine Autos immer sehr lange und ich hänge ja alle an denen. Und manchmal kann man ja auch sagen, und weine ich manchmal noch um dich. Es geht vorüber, sicherlich, gell, Schatz? Ja, sicherlich, ne? Ja. Zwischen diesen Tagen, wo wir ohne zweite Heimat sind, gell, Schatz? Ja, da müssen wir hier ein bisschen arbeiten, ne, zu Hause. Ja, haben wir zu Hause noch. Ist einiges angefallen. Und, ja, klar, Schiff zu machen, unsere Heimarbeit, deine. Ja, klar, und ein bisschen deine auch, ne? Ich habe nicht mehr viel. Das ist klar. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und das Abo nicht vergessen. Und das Like.
für Meilen, Mike. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und eins haben wir noch neu. Das Glöckchen. Damit ihr keinen Film mehr verpasst. Die ist riesig groß, gell? Ja, die ist schön, ne? Ja, das ist immer, wenn das Christkind kommt zu uns. Ja, da werden die Leute, ne? Stehen unsere Kinder noch nicht vor der Tür, guck mal. Nee. Nee, gut. Servus, eure Mailis. Ja! I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I've made.